Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's Alexander vom Kanal Survival Pirat und ich nehme euch heute mit auf eine Herbst-Winter-Biwak-Tour mit dem Hund. Und ja, liken und abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Videos, die im Winter kommen, nicht verpasst. Direkt am Start habe ich hier ein, ich würde mal sagen, das ist ein Goldröhrling. Wo einer ist, sind auch noch mehr. Das sind Goldröhrlinge. Erkennen kann man das an dem Schirm und daher, dass die Schwamm haben. Ja, die meisten essbaren Pilze haben hier unten einen Schwamm. Ich schneide den mal kurz ab. Und hier sind noch ein paar. Ein paar nehmen wir uns mit, die essen wir dann heute Abend gleich, frisch werden die verspeist. Ja, das wird auf jeden Fall der Ausblick sein, diese Nacht beim Schlafen. Ich finde, es ist ein schöner Schlafplatz und wenn der Rücken weh tut oder ich nicht schlafen kann, gehe ich nach da unten, ein bisschen tiefer im Wald rein. Ja, ist mal was anderes. Wie ihr seht, es ist mittlerweile dunkel und ich habe hier schon mal jetzt ein bisschen Birkenrinde zusammengesammelt und die schabe ich jetzt hier leicht an. Und ja, ich habe zwar auch Gas dabei, aber ist natürlich schöner, wenn wir unsere Pilze, die wir vorhin gesammelt haben, über dem Feuer machen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt das Feuer an. Es wird wie gesagt nur ein kleines. Ich habe hier auch alles abgeschirmt. Hier ist auch überall so Kiesel, Steinboden. Also alles safe. So, das Feuer zieht sich jetzt langsam hoch und ja, ist einfach mal wieder schön, nach draußen zu sein. Und jetzt ist ja auch schon bald November, oder jetzt ist schon November, wenn das Video online ist, ist schon November. Und ja, nächste Woche geht es auch wieder raus. Mit Luca aber der konnte dieses Wochenende nicht. Aber ich wollte halt einfach mal wieder draußen sein. Ja, dieses Gefühl von Freiheit genießen und diese Ruhe, die Vögel, Feuer machen. Genau. Ich habe jetzt hier eine Forelle drüber gehangen übers Feuer und die wird jetzt so ein bisschen geräuchert und halt durchgegart. Und ja, dazu gibt es halt die Pilze. Und nächste Woche, wenn wir draußen schlafen mit Luca, dann gibt es auch wieder Fische. Aber da werden die dann nehmen wir halt richtig was mit an Zitrone und sowas und füllen die dann halt auch richtig. Und jetzt heute gibt es die einfach klassisch, ohne Gewürze. Ja. Hier drin sind die anderen Pilze noch. Und ja, der Fisch.
Den habe ich auf jeden Fall nicht so optimal aufgespießt. Aber hier oben, das ist gut und den Rest werde ich dann auf den Stein legen. Hier ist der Pilz und ich werde jetzt beides mal probieren. Der Fisch schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Jetzt werde ich meine Pilz probieren. Schmeckt auch nicht schlecht. Hat so eine leichte süßliche Note. So. Ich werde jetzt das Feuer ausgehen lassen und meinen Fisch zu Ende essen. Und dann bauen wir unser Schlafsetup auf. Den Rest bekommt natürlich der Hund. Feuer ist mittlerweile aus. Und ich lösche das jetzt und dann lege ich hier jetzt den Schlafsack. Schlafsack ist jetzt hier fertig hingelegt. Hier oben am Kopf Wasser und der Rucksack quer. Jacke, Stativ ist noch draußen und wir begeben uns jetzt in den Biwaksack. Ich merke gerade einen Punkt, woran diese Tour hier scheitern könnte. Nämlich Bella versucht die ganze Zeit nach da hinten zu gehen. Ihr seht hier, sie zieht die ganze Zeit an der Leine straff und will halt nicht wirklich hier rein. Vielleicht liegt es auch am Wind, dass die Bäume so rascheln. Und sie ist auf jeden Fall sehr unruhig. Ich werde sie jetzt nochmal versuchen, in den Schlafsack zu legen. Aber wenn das nicht klappt, dann müssen wir die Tour hier leider abbrechen. Wegen dem kleinen Rabauken. Aber ich habe auch keine Lust, dass die jetzt die ganze Nacht zittert vor Angst. Aber mal gucken. So, Bella liegt mit hier drinnen. Es ist auf jeden Fall richtig warm. Also wir haben jetzt 5 Grad, aber der Schlafsack ist wirklich echt krank. Und obwohl ich keine Isomatte drunter habe, mache ich jetzt den Schlafsack wahrscheinlich komplett auf und benutze ihn als Decke. Mal gucken, ob das funktioniert. Und wenn was sein sollte, melde ich mich in der Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, mit einem feuchten Kuss im Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten seht. Wir haben auf jeden Fall schon jetzt die morgendliche blaue Stunde. Und ich würde sagen, jetzt liegen wir jetzt nur eine halbe Stunde, bis es richtig hell ist, bis die Sonne aufgegangen ist. Und dann packen wir auch schon wieder zusammen. Und dann gibt es noch das kleine Schlussfazit. Sachen sind gepackt. Jetzt gibt es nochmal für
Milch einen kleinen Schluck zu trinken und für den Hund. Dafür nehme ich hier den Becher von Grail. Guck mal, Bella. Noch was? Das war's schon. Und für mich gibt's auch mal einen Schuck. Und ja. Das war auf jeden Fall eine gelungene Tour mit dem Hund. Natürlich war es für mich und den Hund und ja, wir waren halt beide nicht dran gewöhnt. Ich war nicht dran gewöhnt, dass die ganze Zeit wer über mich läuft im Schlafsack. Und der Hund war nicht gewöhnt, in so einem ja, engen Schlafsack zu schlafen. Deswegen sind wir die Nacht ein paar Mal aufgewacht, aber an sich hat das alles gut funktioniert. Ich bin auf jeden Fall erholt, es war mal wieder schön draußen zu sein und ja, nächstes Wochenende geht es auf jeden Fall mit Luca wieder los. Das Video seht ihr dann in 2 Wochen. Da wird dann auch richtig schön gekocht und morgens auch wieder schön gefrühstückt und da holen wir das Frühstück nach, was wir heute nicht hatten. Also liken und abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns nächste oder übernächste Woche beim neuen Video. Ciao, ciao!